Und zurück nach Deutschland. Die Inflation, die ist nämlich deutlich zurückgegangen. Im Januar, da lagen die Verbraucherpreise nur noch um 2,9% über dem Niveau vom Januar des letzten Jahres. Das hat das Statistische Bundesamt soeben mitgeteilt. Damit erreichte die Inflationsrate den niedrigsten Wert seit Juni 2021. Insbesondere Energie kostete weniger als noch vor einem Jahr. Für Lebensmittel mussten die Konsumenten dagegen wieder tiefer in die Tasche greifen.